Cello, meine Damen und Herren, was macht ihr eigentlich nächsten Mittwoch? Möglicherweise CS2 spielen? Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier. Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Dieser CS2-Twitter-Post ist für viele die Bestätigung, dass Counter-Strike 2 jetzt dann für alle kommt. Doch was genau heißt es? Full Release? Open Beta? Anfang des Jahres, Ende März, wenn ihr euch noch erinnern könnt, hieß es, dass Counter-Strike in eine neue Ära übergeht. Und das Ganze sogar diesen Sommer, wow, der genau heute vorbei ist. Naja, nächste Woche Mittwoch ist es ja noch nicht so weit nach dem Sommer. Aber hier würde ich direkt ein paar Expectations möglicherweise zurückschrauben, denn sie schreiben hier zwar, alle neuen Funktionen des Spiels werden bei der offiziellen Veröffentlichung im Sommer enthüllt und dann bla 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 bla, aber theoretisch könnte man ja hier auch einfach mit einer Open Beta, also einer offenen Beta für alle, rechnen. Es wäre mehr oder weniger eine Veröffentlichung des Spiels, halt für alle, mit den bis dahin vorliegenden Inhalten. Wenn ihr euch erinnern könnt, es gab auch schon mal eigentlich einen ziemlich ähnlichen Spruch und daraufhin kam dann Dangerzone mit rein. Viele munkeln jetzt, dass zum Beispiel die Beta so bleibt, wie sie ist, aber geöffnet wird und Dangerzone hinzugefügt wird oder vielleicht Wingman oder beides. Aber es eben noch keinen Full Release gibt. Ich denke, das liegt daran, dass sich viele nicht vorstellen können, dass CS2 im Hintergrund Counter-Strike 2, CS2 komplett fertig hat mit allen Maps, die man halt gerne so hätte, fertig gepolished und dass das alles hochgejallert wird und im besten Fall noch mit der Operation. Es gibt viele, die sagen, dass ihnen Counter-Strike 2, so wie es gerade ist, zwar schon ganz gut gefällt, aber es wie ein Aufbau wirkt, auf dem noch einiges auch weiterhin gebaut werden muss. Natürlich hat kein oder kaum jemand von uns, bis auf ein paar Leute, die sich in diese ganzen Leaks reinarbeiten, die Einsicht, wie weit das Spiel letztendlich fertig ist. Natürlich kann man sich trotzdem ein Vollrelease vorstellen, das Spiel ist komplett da für alle, aber es wird natürlich, so wie bei Go eben auch, Stück für Stück, peu à peu, Neues hinzugefügt. Also wir haben nicht sofort ein CS2 mit allem, was vor allem von Anfang an geplant war, wie zum Beispiel dieser Botwellenmodus oder was das war, sondern es ist eben einfach so, wie es ist, nur halt dann für alle da und vielleicht kommt noch Dangerzone dazu. Was aber auf jeden Fall nicht in den Köpfen der Leute sein sollte, würde ich zumindest sagen, damit Enttäuschungen vorgebeugt werden können, ist halt, dass es komplett mit allem drum und dran, was auch eben angekündigt wurde, nächste Woche Mittwoch erscheint. Denn es war ja wirklich viel in diesen ganzen Ankündigungen und Schnipseln, die Leaker gefunden haben, enthalten. Also wie zum Beispiel dieser Botwellenmodus, natürlich eben Dangerzone, Wingman, die ganzen Maps, neue Skins und Pipapo. Pets gab es ja auch noch. Man muss sich natürlich als Firma, die dahinter steht, ja Dinge aufheben, die man dann peu à peu eben auch releasen kann, damit die Leute halt auch am Ball bleiben. Ich bin natürlich sehr gespannt, was nächste Woche Mittwoch passiert und freue mich auf alles, was rumkommt. Ich denke, oder ich bin eher auf der Seite der Leute, die sagen, hey, es wird wahrscheinlich keinen Full Release geben, sondern es gibt die Open Beta. Jeder kann dann spielen, der CSGO besessen hat. Und die Funktionalität und vor allem eben die Auswahl an Dingen, die gemacht werden können in-game, werden erstmal so sein, wie sie eben hier auch aktuell sind. Also man kann Premiere spielen, möglicherweise kommt Competitive dazu. Wingman weiß ich noch nicht, wobei Wingman theoretisch ja so in Gedanken auch keine riesen Arbeit ist, sowas zu implementieren. Zumal es ja eben auch schon vorhanden war bei Go und hier ja dann nur maximal aktuellere Maps, also die neuen Versionen der Maps halt rankommen müssen. Und ja, anderes sieht man hier noch nicht, also wie zum Beispiel Dangerzone oder andere Geschichten. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass auch direkt eine Operation kommt an dem Tag, weil da würden sie einfach zu viel rausschießen. Das wäre, glaube ich, rein taktisch nicht klug, weil sowieso alle CS2 spielen werden, wenn der Release kommt. Da muss man nicht noch eine Operation hinten dran pfeffern, zumal eben die ganzen Funktionen und sowas ja auch erstmal erkundet werden möchten. Man will sich erstmal einen Rank erspielen und so weiter und so fort. Wenn dann noch eine Operation dazu kommt, dann werden vielleicht auch manche so etwas überfordert. Und wie gesagt, man kann die locker in einem Vierteljahr rausbringen, um dann nochmal zu boosten, also die Zahlen. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ich wollte auf die ganze Geschichte hier eingehen, weil eben im Stream natürlich auch gefragt wurde und die Community auch ja im Moment gerade ziemlich steil geht wegen diesem Post. Darum auch die Frage nochmal an euch. Was glaubt ihr, geschieht am Mittwoch? Sagst du, dass der Full Release direkt kommt? Oder doch eher eine Beta? Oder irgendwas dazwischen? Es wird irgendwas Großes hinzugefügt? Was ich etwas schade finde, ist, dass sie sich mehr oder weniger nicht an ihr Versprechen gehalten haben, dass diesen Sommer die neue Ära beginnt mit dem Erscheinen von CS2. Weil, ja, also heute ist der letzte Sommertag, soweit ich weiß, 23.09. Entweder kommt es heute oder heute Nacht, dann hätten sie sich noch dran gehalten. Also, wie gesagt, für mich würde eine Open Beta reichen, dann haben sie ihr Ziel erfüllt. Oder einen Text, hey Leute, wir müssen das noch ein bisschen nach hinten schieben, wir wollen noch ein bisschen polischen. Wäre für mich auch kein Problem, wenn sie es erst in einem halben Jahr oder sowas rausbringen, ist mir vollkommen egal. Solange dann eben auch alles so ist, wie es sein soll. Ich würde auf jeden Fall nicht wollen, dass es so wie bei Cyberpunk oder bei No Man's Sky ist, dass die Entwickler von außen so unter Druck gesetzt werden, irgendwas zu releasen, dass sie es halt halbgar einfach rausschießen. Sondern meinetwegen, wenn da noch was nicht fertig sein sollte, soll man gerne weiter reinpressen, damit es wirklich schick ist dann beim Release. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ne? Vielen lieben Dank fürs Zusehen, danke für die Kommentare und für die Likes. Vor allem beim letzten Video habt ihr richtig reingepfeffert.
Dankeschön dafür. Kuss geht raus. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr live auf Twitch. Rankommen later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Bühne.